Und zwar habe ich 25.000 Abonnenten. Das ist eigentlich mein neuer Shop, beziehungsweise mein Beta-Shop. Golfboy Clip. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Cheating. Im neuen AC-Update wurde ja der Stairspeed gefixt. Aha, sieht jetzt aber nicht so aus. Skid hat auf jeden Fall den neuen Stairspeed wieder drinne, beziehungsweise der ist nicht mehr so schnell, aber sollte immer noch ganz gut durchgehen, beziehungsweise besser als gar nichts. Also ihr habt wieder einen Stairspeed. Auch wenn er vielleicht ein bisschen langsam ist, aber ich glaube, das sollte einen jetzt nicht so unbedingt aufregen. Es gab auch wieder ein großes Update von Skid. Ich blende euch aber hier das Update-Log ein, damit dann seht ihr das Ganze mal, was so alles neu ist. So, hier habt ihr nochmal die Übersicht vom ganzen Update von Skid, was so alles neu ist. Der neue Scaffold Walk, ein Fast No Web, ein AC 3.3.8. Terran Speed, also auch ein Stair Speed und ein Flag No Fall. Und da es einen neuen Scaffold bzw. updated Version davon geben soll, werde ich den einfach heute mal ausprobieren, indem ich direkt mal in die Mitte gehe. Und ja, der Scaffold ist schneller, glaube ich. Der hat ein kleineres Delay zwischen den Sprüngen. Den Sprung schaffe ich doch, ja, legit Profi natürlich am Start. So, Equipment ist jetzt nicht so gut, aber passt. Gehen wir mal komplett in die Mitte, warum nicht? Ist zwar dumm, aber mit so einer guten Kill-Aura kann man das schon machen. Und dann mache ich mal Step an. Oh, da ist einer. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber alles gut. Lol, die Aura, die ist schon nicht schlecht. So, da habe ich auch direkt eine neue Chestplate und ja, genau, da hat er einfach erstmal sein OP-Equip am Start. Und komm mal her. Ich hole mich einfach dich jetzt direkt, dann habe ich nämlich direkt Equip. Denn wenn ich mir den OP-Spieler hole, dann habe ich direkt ganz schönes Equip. Geil. So, ich werde irgendwie gerade geflaggt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an meinen komischen Sprüngen. Genau, verfolgt mich halt einfach auch noch. Ja, fokussen ist immer geil. Einmal kurz das nehmen und dann fick ich den einfach auch direkt weg. Ich meine, mit der Aura, warum nicht? Ja, moin. So, dann hole ich mir schnell mal das ganze Equip, bevor hier irgendjemand herkommt und sich das gönnt. Heute gibt es ein paar besondere Themen. Und zwar habe ich 25.000 Abonnenten. Das ist so das Erste, was ich sagen will. Wofür ich mich auch erstmal direkt sehr bedanken möchte. Übrigens, die ganzen Lags hier liegen an meinem Ping. Ich habe nämlich gerade irgendwie ziemlich scheiß Internet. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, das ist halt so die erste Sache, die ich sagen wollte. Es ist einfach krass, wie schnell es geht. Vor allem, seit ich diese Mod-Videos gemacht habe. Wo ist mein Crafting-Table? WTF? So, dann mache ich mir einfach mal eine Dia-Chest. Weil das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Und dann habe ich volle Dia-Rüstung. Ist ziemlich nice. Also das ist so das erste Thema, über das ich heute reden will. Ja, auf jeden Fall das, worum es heute gehen soll, ist eigentlich mein neuer Shop, beziehungsweise mein Beta-Shop. Und das ist halt ziemlich nice, weil ihr wisst ja, ich mache das Ganze immer über Skype und das ist so unprofessionell und ist halt nicht so geil, kann man sagen. Und deswegen ist das Ganze jetzt in Arbeit, schon etwas länger natürlich. Und ich habe da mit jemandem kooperiert, der halt über 18 ist und der mir bei dem Ganzen helfen kann, mit einem Gewerbe und so weiter. Ihr wisst ja, man darf nicht einfach Sachen in Deutschland verkaufen, sondern man braucht ein Gewerbe und ganz viele Sachen und ganz viele komplizierte Sachen muss man machen. Und ja, das ist halt alles in Arbeit. Das Ganze, der neue Shop ist schon online. Er ist zwar noch in der Beta, also ihr müsst mit vielen Bugs rechnen, ist es alles noch manuell. Das heißt, wenn ihr gekauft habt, müsst ihr euch noch auf Skype melden und so weiter. Aber das Ganze ist schon mal ein großer Fortschritt, vor allem, dass man automatisch über die Website kaufen kann. Wenn wir das Gewerbe dann komplett haben, dann wird das Ganze auch mit PaySafeCard automatisch funktionieren und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Shop fertig ist und ich würde sagen, ich mache einfach nochmal ein paar Runden QSG. Hallo Leute und willkommen zurück jetzt nochmal in QSG. Und ja, mit den 25.000 Abonnenten, das ist halt so eine Sache, das ist einfach ultra krass. 25.000, das ging im Moment so schnell wirklich. Also ich habe in den letzten Tagen viele Abonnenten gemacht, täglich über 100, über 120 teilweise. Und ja, das ist halt einfach richtig geil. Das lag halt an den Mod-Videos, wie gesagt. Aber auf jeden Fall danke an alle Leute, die gerade neu bei mir sind. Und ja, viel Spaß mit meinen Videos. Vielleicht mögt ihr sie ja. Und der cheatet hier auch, der Typ. Aber easy bekommen. Dieses neue Velocity ist schon ganz nice, würde ich mal so sagen. Und die Aura, Alter, das AC-Update sieht mir aus, als ob das definitiv etwas sehr Brauchbares wäre. Und hier ist ein anderer Skid-User. Und ja, das ist ganz gut. Dieses Client-Ferns regelt halt einfach alles. Und ja, das Anti-Cheat-Update hat jetzt eigentlich so null Vorteile, kann man sagen, weil der Stairspeed wurde wieder gefixt, den gibt es wieder. Und die Team hier auch einfach. Das ist, glaube ich, auch nicht so legal. Oh, sorry. Je suis désolé. So, ist gerade mein Client-Friends einfach nicht gegangen. WTF. Client-Friends geht nicht.
Oder habe ich einfach No Friends an, so wie ich es öfters mal habe. So, die wollen noch kurz einen Screen mit mir machen. Ja, go, go. Können wir machen. Geht der Stairspeed wieder? Punkt C. Yep. Der heißt jetzt Terrainspeed, also der wurde jetzt umbenannt. Ist ganz lustig. Ist auch gut, dass wieder ein Instant-Chess-Dealer dabei ist. Also, das wurde doch eigentlich schon echt lange gefixt, dieser Instant-Chess-Dealer. Aber wie ihr seht, geht er wieder und ich werde auch nicht autogebannt bis jetzt. Und dann machen wir aber mal gleich das Deathmatch. Wer fängt an? Ja, ich würde sagen, ich mache mal No Friends an. Ja, das ist natürlich gut. Dankeschön. Ja. Wow. Das ist wirklich nett von dir. Ich gehe einfach mal kurz in die Ecke, wage vorher und dann werde ich ihn auch einfach mal random angreifen. Warum nicht? Finde ich auch nicht nett, ne? Ist wirklich nett von dir, dass du mich einfach random angreifst, aber ich würde sagen, ich speede einfach mal ein bisschen. Ich würde sagen, ich greife dann einfach mal den ersten Spieler an. Juckt mich jetzt eigentlich nicht. Ja, genau, dann kommst du halt erstmal dran. Können wir auch machen. Ich habe einen Goldapfel, also sollte ich eigentlich gewinnen. Nein, du lässt mich beträgen, dankeschön. So, dann jetzt den zweiten. Okay, go, dann hole ich mir nochmal den letzten hier, beziehungsweise ich habe einen Goldapfel, also sollte ich das easy gewinnen. Aber mein Ping ist halt dafür echt scheiße. Mal schauen. Und, habe ich gewonnen? Ja, ich habe tatsächlich gewonnen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir noch meine abschließende Runde hinterher. Ja, wow, der Spider geht sogar noch. Der Speed hier geht auch wieder. Also ich finde, dieses Anti-Cheat-Update hat nicht so viel gebracht. So, ich befinde mich jetzt in der nächsten Runde und ja, wie gesagt, zum Shop, da werden viele schreiben, ja, das ist voll unprofessionell und so weiter. Natürlich, bei Haze und Hydra ist das noch viel professioneller. Das ist auch ein Beta-Shop und ich würde mich tatsächlich über ein paar Käufer im Shop freuen. Bis jetzt geht halt auch sogar Bitcoin, das haben wir auch schon hinbekommen. Und wenn wir das Gewerbe dann komplett fertig angemeldet haben, dann wird natürlich auch so, werden auch so Sachen gehen wie PaySafeGuard. Da gibt es nämlich ein paar Anbieter und so weiter. Also das wird eine nice Sache, glaube ich, denn wenn das Ganze dann mal fertig ist, dann haben wir einfach professionelle Kleinverkäufe. Das ist ganz nice, denn im Moment gibt es da ja so ein paar, ist halt nicht ganz professionell, wie ich das so mache, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir sind einfach nur noch Skit-User, außer der eine Typ, der da irgendwo noch hinten rumläuft. Das ist einfach krass, wie viele Skit-User immer in den Gomma-HD-Runden sind. Wo ist denn der letzte Spieler? Mal schauen. Oder ich klette einfach nochmal aus der Map raus, um euch zu zeigen, wie gut das Anti-Cheat-Update war. Aber dazu hat Haze ja auch schon ein Video gemacht. Ich hatte übrigens vor, das genau gleiche Video zu machen, aber bevor er das Video gemacht hat, ja, ich klaue keine Ideen. Und irgendwie geht der Spider gerade nicht, aber vorher ging er in der Lobby. Alles klar. Sehr komisch. Also vielleicht wurde der Spider doch gefixt, dann hätte das Anti-Cheat-Update doch etwas bewirkt. Na, ich glaube, er wurde gefixt. RIP. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich Go machen. Ich finde es auch gut, dass die Skit-User einfach so gegeneinander ziemlich nett sind. Ich gehe einfach mal rauf hier. Juckt mich jetzt alles gar nicht. Go? Ja, go. Ja, ich glaube, ich könnte gewinnen, aber ihr seht ja, mein Ping, es ist alles nicht so gut. So, eine kleine Info noch am Ende, der neue Client, der bald kommt, wurde jetzt geskidproofed von Vetriax und ist 100% kein Skid. Es wurde von einem kompetenten Dev geprüft, ihr kennt ja vielleicht Vetriax, der ist definitiv kompetent, weil diesmal bin ich dann einfach versichert, dass der Client wirklich kein Skid hat, beziehungsweise Skid ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Client, der kommt in den nächsten Tagen raus, dauert nicht mehr lange tatsächlich. Und ach, der will schon Go machen. Ja, gut, ich habe die Kill-Aura kurz getoggelt. Also, er wird gewinnen. Da war es mit diesem kleinen Video. Der Shop steht in der Beschreibung. Checkt ihn einfach mal aus. Und ja, wenn ihr Bugs findet, einfach melden. Das Ganze ist halt, wie gesagt, noch in der Beta. Es ist nichts so wirklich professionell daran. Also, bitte nicht aufregen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.